Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In den letzten Videos sind wir ganz schön überschüttet worden mit Informationen. Ich habe viel herausfinden können und erfahrungsgemäß handelt es sich ja dabei um verschiedene Werke und Fabriken und da ist immer die Information recht üppig vorhanden, zumindest meistens. Heute schauen wir uns eben eine Location an, wo man eben null Informationen rausbekommen kann. Ich habe alles versucht, ich habe nichts an Informationen für euch. Ich habe ein bisschen Mutmaßung und das, was wir dort gesehen haben. Dennoch wollen wir uns das Ganze einfach mal gemeinsam anschauen und ich würde sagen, kommt am besten einfach mal mit. Der kurze Clip ist nicht allzu lang. Bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in ein ehemaliges Rittergut mit Herrenhaus. Das Wort Rittergut lassen wir mal so ein bisschen in Klammern stehen, denn wirklich sicher sind wir uns da nicht, dass es sich tatsächlich hierbei um ein Rittergut handelt. Allerdings lässt die Location nur darauf zurückschließen, denn insgesamt steht das Ganze doch sehr separiert, etwas auswärts. Es sind insgesamt drei Gebäude, die sich zwischen zwei Dörfern, einem kleinen Waldstück, befinden. Das Ganze liegt westlich von Leipzig und ist, wenn man dort nicht lang muss, dann wird man das auch nicht finden. Also selbst auf Maps sieht man hier nur Wald und entsprechend kann man das Ganze, wenn man nicht weiß, wo es ist, auch nicht finden. Auf dem Nachbargrundstück befinden sich ebenfalls noch einige komische Gebäude, die vermutlich in der früheren Zeit mal dazugehört haben. Allerdings wird das wiederum bewirtschaftet und die Gebäude, die wir hier sehen, sind allesamt sehr, sehr zerstört. Da ich keine Informationen habe, kann ich euch lediglich zum Zustand was berichten. Wir haben im Prinzip nichts gefunden, außer totalen Verfall. In der einen oder anderen Location hat man ein bisschen Müll entsorgt. Ein Gebäude sah aus, wie als ist es mal leer gebrannt. Der Rest war, wie gesagt, kaum betretbar. Trotzdem gab es eine doch sehr interessante Fotoperspektive und das ist eine Fassadenfront. Da hatte sich eine Pflanze dort speziell hochgeangelt und ich würde sagen, da schauen wir einfach uns dann zum Schluss noch ein, zwei Bilder an. Da das Video nicht allzu lang ist, würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle leider auch schon Schluss. Wenn ihr Informationen zu dieser Location habt, dann immer her damit. Wir können uns ja was in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns die kommenden Tage wieder. Und wenn ihr Bock habt auf längere Videos, dann schaut doch auch gerne mal in unsere Playlist. Ich verabschiede mich jetzt noch mit ein, zwei Bildern, wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns bald. Macht's gut und ciao. We'll be right back.